Yo, hey ho, Ladies und Gentlemen, ich willkomme euch zurück bei dieser wunderschönen Musik zu London, Big Ben, hoffe ich mal, dass es ist, sonst habe ich die ganze Zeit Bullshit erzählt. Wir sind wieder in Kingdom Hearts, hier in der wunderschönen Welt von Peter Pan. Und schau mal, was sich hier wegen der Uhr machen lässt, weil angeblich ist hier, oder anscheinend ist ja hier irgendwie was falsch. Und zwar steht hier eine Zeiger falsch, da ja. Dürfte sich doch was machen lassen, oder? Mal so angreifen oder so? Nee? Vielleicht müssen wir alle anderen Zeiger umstellen. Oh, vielleicht müssen wir uns hier draufstellen. Damit es dann so nach oben geht. Nee, nicht. Da habe ich schon voll mechanisch hier gedacht. Und dann so, nee. Vielleicht mal ganz nach unten schauen. Wenn man da überhaupt irgendwie hinkommt. Nee. Ich glaube, wir sind in einer geschlossenen Area, kann das sein. Schauen wir mal hier. Fliegen wir mal in die Richtung, schauen, ob wir weiterkommen. Nee, da ist auch eine. Das heißt, wir müssen irgendwas am Turm machen. Es wird ja wieder spaßig, hier die ganze Folge rumzurätseln. Willkommen zurück zu Planlos LP. Hier ein bisschen schlagen. Es hat irgendwas mit der Uhr zu tun. Das wette ich mit euch. Irgendwie in die Richtung schieben oder so? Ist auch nicht, oder? Also wie gesagt, eins steht nicht richtig. Da musst du jetzt doch irgendwas machen. Vielleicht einfach hier nach oben drücken, irgendwie so versuchen. Das gibt's doch nicht. Ich weiß schon, Gewalt ist keine Lösung, aber... In dem Fall müssen wir doch bestimmt hier irgendwie draufhauen oder so. Vielleicht irgendwie mit Magie oder so. Zeitmagie-Zeug. Passt mal auf. Ahaha, da haben wir es doch. Schauen wir erst. Ah, so geht's natürlich auch. So geht's natürlich auch. Ich hätte gerade noch dran gedacht, irgendwie das Zeitmagie-Zeug zu benutzen. Aber nee. Oh nein, die Wendy wollen wir jetzt nicht angreifen. Hier ist da. Und da haben wir es auch schon. Das ging ja schneller als erwartet. Immer schön anvisieren, wenn man nicht weiter weiß. Und da kommt das Schlüsselloch wahrscheinlich schon, oder? Das war ja voll die kurze Welt dann, nur 3 Folgen oder so. Krass. Es ist das Schlüsselloch. Es ist das Schlüsselloch. Oh mein Gott. Die war aber echt schnell, die Welt. Ich würde aber gerne nochmal zu dir im Boot zurückschauen, weil da gab es noch eine Chest oben. Bestimmt irgendwas Wichtiges drin. Und plupp, ist weg. Ich mag übrigens unser neues Schlüsselschwert. Das schaut geil aus. Also das ist aus Halloween Town. Navigomini. Yay. Oh, wieder hier zurück Erinnerung. Flashback. Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Haben wir es nicht schon mal gehört? Dann erleben wir richtige Abenteuer. Nichts sowas wie hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen, mit dem man ganz viele tolle Abenteuer erleben kann. Ohaha. Ah, Riku. Hat er die Tür geöffnet oder was? Nein, wie konntest du nur? Unser ganzes schönes Leben zerstören auf Hawaii. Mann. Das ist Riku. Was macht der da? Der hat doch nicht gerade mit Kai gevögelt, oder? Nein. Okay, ich dachte schon. Es war sehr leichtsinnig, sie ohne ein Schiff hierher zu bringen. Vergiss nicht, wer sich zu sehr auf die dunklen Mächte verlässt, den kann es das Herz kosten. Was war das?
Ein Überlebender. Hä? Seine Welt ging unter, doch nicht sein Herz. Als wir die Prinzessin aus seiner Welt verschleppten, ist er ihr offenbar durch schiere Willenskraft hierher gefolgt. Aber fürchte dich nicht. Es wird dir nichts geschehen. Er ist deinen Kräften nicht gewachsen. Alter, wie sie ihn halt voll einredet. Ja, den ungenutzten Kräften, die in dir stecken. Es ist nun an der Zeit, mein Kind, die Kräfte zu wecken und ihre Macht zu erkennen. Boah, toll, das wird dann noch besser, oder was? Bald ist er so OP, dass wir ihn nicht mehr besiegen können. Voll mies, wie viel auch so ein Zeug. Ich meine, wenn der es widerstehen kann, der Dunkelheit, dann kann ich das bestimmt auch. Sind immerhin Sora, ja. Und zurück in Peter Pan. Gehst du wirklich ins Nimmerland? Also nicht in Peter Pan, aber bei Peter Pan. Doch wir können uns jederzeit sehen. Aber nur solange du Nimmerland nicht vergisst. Oh. Was für eine romantische Liebesgeschichte. Aha, was macht die jetzt? Oh je, sie fängt schon wieder an zu kochen. Tu mir einen Gefallen. Pass gut auf sie auf, ja? Ich könnte jetzt etwas Witziges über Frauen und Kochen sagen, aber das verkneife ich mir jetzt mal. Na, sie weiß, kann gerufen werden. Yay! Sora hat Feenhafe erhalten. Gruppenability Gleiter gelernt. Alter, wie viel Zeug wir kriegen. Alter Schwede. Hat sich mal richtig gelohnt hier. Muss mal gleich mal schauen, was hier das neue... Dings ist, das neue Schwert, ob das besser ist. Feenhafe. Maximal MP steigen und eine Angriffskraft von Magie steigen. Führt Volltreffer aus. Weiß nicht, ist das besser? Hm. Ich finde den anderen halt cooler. Den Kukuburu, wie auch immer der ist. Das ist eine lange und führt aufeinanderfolgende Volltreffer aus. Ist natürlich schon geil, der macht halt mehr Schaden, aber die Feenhafe ist halt... Das ist halt wieder so ein Magieschwert, das ich eigentlich nicht will, ganz ehrlich. Gut, gut, dann haben wir die Welt hier abgeschlossen. Ich würde sagen, wir begeben uns zurück nach... Wir speichern das mal nach dem ganzen Cutscenes. Nicht, dass ich mir die irgendwann nochmal anschauen muss. Und wir haben schon 16 Stunden und 19 Minuten gezockt. Alter Schwede. Krasser Scheiß. Also wenn ihr jeden einzelnen Part bis jetzt angeschaut habt, dann Respekt. Dann kriegt ihr eine geistige Medaille von mir und einen Keks natürlich auch. Wir haben das Navi-Gummini gefunden. Wir sollten zurück nach Travers. Wollte ich sowieso. Sid wird es uns anbringen. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein neuer Wettkampf statt. Wer als Sieger vorgeht, erhält etwas besonders Tolles. Wie immer halt. Gut, da haben wir eh genug zu tun. Jetzt, bevor wir in die nächste Welt gehen. Und zwar gehen wir erstmal nach Travers zurück. Definitiv. Und zwar wolpen wir uns dahin. So, wium. Ich habe keinen Bock, das zu fliegen. Kurz was trinken. Entschuldigt die Störung. Gehen wir in... Travers mit einfach mal. Warum denn nicht? So, zuerst gehen wir uns ein paar Potions kaufen, beziehungsweise High Potions. Weiß nicht mal, was besser ist. Flup, flup, flup. Dann können wir noch... Also wir können jetzt in die Arena gehen, dort was machen. Wir machen jetzt erstmal in Travers ein bisschen was. Willkommen, ich will etwas kaufen. Und zwar Potion 60, weiß ich nicht, was, wie viel ist denn 60 mal 100? 60.000, das heißt, wir könnten uns irgendwie so 16 davon kaufen, kann es sein? Nein, ein bisschen mehr könnten wir uns kaufen. Das ist halt die Frage. High Potions, was sind 20 mal 60? Sind 1200, kann das sein? Mal schauen, ob wir uns 99 kaufen können. Blablabla. Nein. Oder machen wir es einfach so. Truhe. Das ist zu viel auf einmal. Dann machen wir halt mal 80. Cool. Wir haben noch 6000 übrig. Das ist natürlich sehr geil. Mal schauen, ob wir hier ein neues Schwert kaufen können. Golem-Schild. Ich glaube, das hat er schon... Kostet jedenfalls 1000 und was besseres als 1000 haben wir eh nicht.
Dann gehen wir noch die kurz mit den Items ausrüsten. Rausholen. Will ich was, bitte? Und zwar ein Mega-Ether. Warum denn nicht? Deshalb brauchen wir erstmal die rausholen. Die High Potions haben wir jetzt 80. Das dürfte eine Weile reichen. Und wenn wir wieder neue brauchen, dann können wir sie ja wieder welche kaufen mit dem neuen Geld, das wir dann bis dahin haben. Und High Potions sind halt schon verdammt gut. Also sind wir jedenfalls mal gut ausgerüstet. Fühle ich mich gleich viel sicherer. Verkaufen. Können wir eigentlich gleich mal schauen. Das wird wieder ein bisschen Shopping-Folge. So viel Zeug. Wir sollten mal zum... Wie heißt's? Synthetisieren schauen. Genau. Schauen wir da vielleicht ein neues geiles Item kriegen. Ah, hier können wir eigentlich auch was verkaufen. Wartet mal, hier. Entsprechend. Jetzt habe ich was verkaufen. Und zwar Truhe. Und zwar hier so Zeug. Protas-Kette brauchen wir jedenfalls nicht. Und zwar alle drei brauchen wir da nicht. Protera auch nichts. Protega würde ich jetzt mal behalten. Blitzring. Scheiß drauf. Was ist ein Heiligenring eigentlich? Ist das irgendwas Gutes? Weiß ich gar nicht. Ausrüstung. Sora. Hört sich gut an, aber... weiß nicht. Lassen wir es mal dabei. Aber wir behalten es mal vorsichtshalber. Apropos, wir haben noch eine bessere Kette bekommen. Können wir die gleich mal austauschen hier. Oh, die hat Protega. Steigt erheblich. Haben wir einen Abwehrkraftpunkt mehr. Sodele, auf zum Synthetisieren. Was können wir denn hier Neues machen? Eine Mega-Potion. Engelsreif. Mal schauen, was... Gehen wir erstmal zu den ganz harten Sachen. Meisterring. Können wir uns machen? Machen wir einfach mal Schmieden. Können wir uns auch machen. Zauberring können wir uns auch machen. Oh, da geht ja richtig zur Sache hier. Können wir uns auch machen. Wow. Wie wir abgehen hier. Mega-Potion können wir uns auch machen. Nice. Exil können wir uns nicht machen, schade. So, wenn wir jetzt nochmal rausgehen und nochmal reingehen, dürfen wir neue Sachen machen können, oder? Ja, perfekt. Schutzengel können wir uns jetzt auch machen. Geierreif, Freunde. Das können wir uns alles noch nicht machen. Schade, aber Schutzengel ist halt richtig nice, damit kann man dauerhaft seine Abwehr erhöhen. Das heißt, wenn wir uns da ziemlich viele machen, dann wäre das echt geil. So, mal kurz schauen, was wir alles bekommen haben. Meisterring. Maximum P und Abwehrkraft steigen erheblich. Ist natürlich besser als das, was wir haben. Eine Zigarettenkralle. Zigarettenkralle. Kampf, Abwehrkraft. Angriff und Abwehrkraft steigen. Maximum HP und Abwehrkraft steigen. Maximum MP steigen. Zauberring brauchen wir nicht. Ist halt jetzt die Frage. Was war das mit dem Angriff? Das du hier. Gut, lassen wir das mal bei uns. Was haben wir hier noch? Alle Dunkelschäden. Abwehrkraft steigt erheblich. Und vielleicht noch was Besseres irgendwo. Ne. Geringfügig. Da hätten wir was Besseres. Das ist jetzt für Donald. Ich weiß nicht, ob der es... ich weiß jetzt nicht, ob ich dem das geben soll. Kriegt halt weniger HP, aber dafür Angriffskraft und Abwehrkraft. Geben wir mal das. Warum denn nicht Protega? Dürften wir was viel Besseres haben. Oder nicht mal. Flammenwall dürften wir auch schon was Besseres haben. Das hier wäre besser. Das hier wäre verdammt besser. AP-Mangel. Abwehr, geben wir mal dem. AP-Mangel bekommt er dann. Das können wir dem noch wegtun. Oh Gott, der hat so viele Abilities, die er nicht benutzen kann. Bei dem will ich aber nichts ablegen. Das sind jetzt alles so Support-Items. Dann lassen wir es lieber mal. Ja, da überall so Support-Abilities, die ich jetzt nicht ablegen will, weil es halt der ganze Gruppe was helfen. Naja. Dann haben wir wenigstens schon ein bisschen was umgerüstet, ist ja nice.
Auf zu den Welpen. Mal schauen, ob hier neue Gegner kommen, vielleicht sogar. Hier sind auch immer die gleichen, die halt One-Hitten, Alter. Können wir jetzt eigentlich irgendwie fliegen oder so? Dachte, wir können jetzt fliegen. Hä, warum können wir jetzt nicht fliegen? Ah, müssen wir es zuerst ausrüsten oder was? Das kann natürlich sein. Ability, Gruppe. Ah, da gleitet mit Sprung, gedrückt halten und durch die Luft zu gleiten. Geil, jetzt können wir uns die ganzen Chests holen, die irgendwo versteckt waren. Das ist halt die Frage, wo sind die? Also die Chests. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo die überall versteckt waren. Okay, mit denen halten wir uns jetzt nicht auf. Können wir hier schön gechillt drüber fliegen. Wenn ihr wisst, wo die ganzen Chests waren, wo wir nur mit Fliegen kommen, ab in die Kommentare damit. Dann schaue ich vielleicht, dass wir nächste Folge da eine kleine Erkundungstour machen und die ganzen Chests holen. Gehen wir erstmal die Welpen hier zurück. Oh, vielen Dank. Und hoffentlich irgendwas Geiles. Ich frage mich, was wir kriegen, wenn wir alle 99 Dalmatiner zurückgeben. Pongo und Perdi, Mithril Erz, yay. Das war's. Ich habe einen Mithril Erz dafür bekommen. Du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich doch verarschen. Naja, besser als nix. Ich glaube, für die Kisten haben wir jetzt nicht so intensiv gesucht, dass wir da irgendwie mehr erwartet hätten. Aber trotzdem nur ein Geschenk. Ich meine, wir haben schon 20 Welpen oder so zurückgebracht. Bisschen mehr Dankbarkeit wäre schon nicht schlecht, ihr Scheißhunde. So, dann schauen wir noch kurz zu Merlin hinter. Ich fliege und wir eilen. Das ist übrigens eine richtig geile Kombo jetzt mit dem, dass wir höher springen und dann gleiten können. Nein, 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 weg hier. Lassen wir mal in Ruhe hier. Einfach durchrushen. Fliegen wir auch einfach vorbei. Oh, das hier mit den Nilpferden wird jetzt, glaube ich, besser oder leichter, besser gesagt. Weil wir jetzt hier einfach so rüberfliegen können. Das ist die Frage, ob wir es ganz bis nach drüben schaffen. Ne, schaffen wir natürlich nicht. Aber so, einmal müssen wir absetzen. Dann wird es hier natürlich ganz, ganz, ganz leichter. Finde ich sozial. Oh, nein, jetzt hätten wir dahinter fliegen können. Ich glaube, das mache ich noch kurz. Ich weiß, was in der Chest war. Wo ist die jetzt? Da ist sie. Oh, hier haben wir ein gelbes. Na, kommen wir da nicht hin, da brauchen wir, oder? Wo kommen wir da hin? Ist die Frage jetzt, ob wir das... Okay, nein, hier kommen wir locker hin. Ja, locker. Was haben wir? Welpen! Erster, zweiter und dritter Welpe. Nice. Und wir können sogar noch zurückfliegen. Boah, perfekt. Nummer drei Welpen. So, dann schauen wir nächste Folge wieder mal ins Winnie-Pooh-Land. Und erkunden da ein bisschen. Hoffen mal, wieder euch hat gefallen. Nächste Welt abgeschlossen. Ich glaube, viele sind es nicht mehr. Sind wir sogar schon bald durch mit dem Spiel. Alter Schwede. Krass. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Mal bei Kingdom Hearts. Und ja, reingehauen und Outro. Ciao.